Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 2 Innocent Sin. Wir haben die Teilzeitler dazu überreden können, uns den Job zu geben, damit wir uns jetzt mal hier Backstage reinschleichen können. Was die anderen jetzt machen, keine Ahnung, vielleicht gehen die jetzt selber aufs Konzert. Ja, fuck, das ist halt jetzt wirklich nur meine Dungeon, ne? Gut. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie lang das ist. Das ist jetzt natürlich dann so dumm, wie gesagt, da tun mir dann immer so diese Momente Waiting Room. Diese Momente leid, wo ich dann einfach nur stehe und rede und rede und rede. Aber kann man ja vorher alles immer nicht so wissen. Okay. Ja, das sind aber gut bei dem Engel-Gedöns, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber die anderen beiden kennen wir ja schon. Nee, ich wollte doch auf Analyse gehen. Ja, Dark. Erde. Und Wasser. Okay, das kriegen wir hin. Machen wir hier Mudo. Rockfall. Und Mitte, das ist ja egal. So, es gibt aber eine Sache, die ich tatsächlich noch vergessen habe bezüglich des Gameplays. Minimal angesprochen, dann doch wieder vergessen. Also, zu den Modi haben wir... Wir haben ja hier einmal diesen Modus, wo jede Seite seine Kackattacken macht. Und dann haben wir aber noch, glaube ich, den... Wenn ich jetzt hier Viereck drücke, bin mir nicht mehr sicher, wie man den Modus ändern kann. Durch das Verändern des Moduses können wir hier nämlich anscheinend einen Anführungsstrichen einen Spielfehler ausnutzen. Oder war das Select? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwie muss ich ja hier... Ich weiß es nicht mehr, wie das ging. Jetzt habe ich ja nur eine Attacke gemacht, ne? Okay. Ja, dann verstehe ich es doch. Also ich habe jetzt... Wir gucken mal. Oder muss ich immer selbstständig X drücken, damit sich das verändert? Ja, es... Aber ich weiß nicht, ob die Standardstellung... Die Standardeinstellung quasi Automatik ist und ich dann immer manuell reingrätschen kann und ich das aber auch komplett auf manuell einstellen kann. Da gibt es nämlich was ganz, ganz Interessantes und ich würde das gerne mal testen wollen. Aber vorher gucken wir jetzt natürlich wieder seelenlose Räume an. Was? Ginji Sasaki ist was? Ein Pädophiler? Das bedeutet, dass Ginko vielleicht... She might be beating... Sie schlägt, ach so, sie schlägt Sasaki. Aber Sasaki, war das nicht eine von ihren Freundinnen? Den Namen haben wir doch sicherlich schon mal gehört, oder? Ja, sie schlägt ihn vielleicht gerade zu Klumpen, nicht wahr? Wir sollten sie besser zurückhaben, bevor sie ihn tötet. Ja, ich wollte gerade sagen, sie ist doch schon mindestens 16, also sie ist ja jetzt nicht wirklich etwas, wo ein Pedo jetzt drauf abfahren würde, aber wahrscheinlich sie ist natürlich angeekelt, so, was machst du mit Kindern? Und so verstehe ich das natürlich. I met with him at the studio, ich habe ihn schon mal am Studio getroffen. Dieser Sasaki-Typ ist ein richtiger, ja, also eine richtige Übersetzung gibt es da nicht, aber ein richtiger, ekliger Typ. Er hat schon, ich meine, Fuji, da hat er das Leben auch schwer gemacht. Das ist, war, glaube ich, die mit der Kippe, oder? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Was? Niemand... Nur scheint der all big just because they got a little famous. Ja, niemand denkt, dass er krass ist, nur weil er mal ein bisschen Ruhm bekommen hat. Ich rede über diesen pädophilen Sasaki. Er ist... ridiculously sweet. Ja, er ist voll süß zu all den Mädchen, aber... Er behandelt die Mädchen wie Würmer. They used to be... Sie waren alle ein Hitwunder, aber jetzt das? Ich... weiß zumindest, I for one know that just a while ago he used to hang around a couple of clubs breaking up. Also ich weiß, dass er mal vor einer Weile da irgendwie bei Kabarett
Clubs darüber geprahlt hat, über seine glorreiche Vergangenheit. Hatte ich mit dir schon geredet? Aikechi sagt vielleicht solches Zeug, aber die Wahrheit ist, dass er sich Sorgen um Lisa macht. Ja, so kann man das besser ausdrücken. Ich mag solche Kinder natürlich. Of course, und dich mag ich auch. I like kids. Ja, okay. Ja, weil er ja gesagt hat, oh, wir müssen Sasaki vor Lisa retten. Aber na, es ist so dieses, ich mag's nicht sagen, deswegen drücke ich's halt ein wenig brachialer aus und so weiter. Ihr versteht schon. Waiting Room, ja. Achso, da kann ich jetzt nicht rein. Ich müsste dann gleich mal gucken, ob ich überhaupt richtig stehe, damit sich das mit der Karte wieder ergänzt und so weiter. Also, wir testen das jetzt mal. Wir haben also, wie gesagt, ihr habt das ja schon mitgekriegt, einmal die Möglichkeit, dass alle angreifen, aber auch die Möglichkeit, dass jemand das eine angreift und dann kann ich quasi wieder dazwischen funken. Also so wie das in den meisten Rollenspielen eigentlich ist und bei Persona 3 und aufwärts sowieso. Wobei, gut, bei Persona 3, da kann man die Kumpanen ja nicht steuern, aber ihr wisst, was ich meine. Und es gibt quasi eine Art, ja, also der Typ in dem Video hat es als, nee, er auch nicht, aber er hat davon berichtet, dass andere der Meinung sind, dass es eigentlich irgendwie ein Cheat ist, was ich jetzt aber nicht so sagen würde, und zwar folgendes. Ich kann ja hier eintippen, was sie machen sollen. Ja, bei Persona PSP, bei Persona 2 PSP ist es so, dass man rechts sieht, wer als nächstes dran ist. Das ist jetzt hier nicht so, aber was ich ja machen kann, und das habe ich, glaube ich, auch noch nie in diesem Spiel, glaube ich, gemacht, oder? Ich kann in die Defensive gehen. So, jetzt gebt euch mal Folgendes. Wir machen jetzt mal hier alle auf Defensive. Ja? Wenn ich jetzt den Kampf automatisch ab... Das ist das, was ich nicht verstanden hatte. Wenn ich das jetzt so eingebe und warte, dass alle ihre Tätigkeiten machen, dann kann ich zwar verteidigen, aber nichts machen. Jetzt gibt euch aber mal Folgendes. Wer ist als erstes dran? Ja gut, das ist schätzungsweise egal. Wir nehmen jetzt die Person, von der wir wissen, dass sie die besten Speed-Werte hat. Die lassen wir angreifen, weil die kommt ja als erstes dran. Jetzt weiß ich nicht hundertprozentig, wer das ist. Ich nehme jetzt einfach mal Maya. So, ja. Maya, wobei das ist ein dummes Beispiel, weil sie ja nicht viel kann. Wir nehmen jetzt einfach mal Michelle. Michelle setzt jetzt Attacke ein. Und alle anderen gehen in die Defensive. Das Ding ist, in dem Moment, wo ich das hier eingebe, also bei anderen Rollenspielen ist es ja so, dass Defensive auch ein Zug ist. Also Angriff ist dein Zug. Magie ist dein Zug. Defensive aber auch. Aber bei diesem Spiel ist es quasi so, dass in dem Moment, wo ich das jetzt drücke, gehen meine Charaktere in die Defensive. Obwohl sie noch gar nicht dran sind. Das heißt, ich lasse sie in der Defensive, bis sie dran sind. Wir werden gleich sehen, was passiert. Also ich drücke jetzt X. So. Die sind jetzt alle in der Defensive. Und jetzt müssen wir natürlich warten, bis Michelle mal angreift. Ist ja ganz klar. Gut, die Monster sind irgendwie jetzt hier nicht so... So. Guck. Ich bin jetzt natürlich... Michelle war jetzt nicht in der Verteidigung, ne? Deswegen, man sieht den klaren Unterschied. Das Ding ist jetzt aber, dass... Ich weiß jetzt hier nicht, man sieht es leider nicht, wer... Michelle müsste doch jetzt mal dran. Hier steht next Maya. Maya ist als nächstes dran. Maya ist als nächstes dran, ja? Sie ist jetzt dran. Sie ist jetzt dran, weil die ganze Zeit in der Defensive. Und so, wenn ich... Pass auf. Ich... Lass sie jetzt zaubern. Sie zaubert jetzt, ja? So. Jetzt greife ich wieder ein. Ich darf jetzt sofort wieder wählen. Und... Setz sie. Wo ist sie denn? Da. Ich setze sie sofort wieder in der Defensive. Sie hat gerade angegriffen, ja. Das heißt, theoretisch müssten erstmal alle anderen Monster nochmal vor ihr angreifen dürfen, bevor sie wieder in die Defensive gehen kann. Aber ich setze sie jetzt, nachdem sie gerade angegriffen hat, in die Defensive. Guckt sie euch an.
Oder hat es. Da. Seht ihr das? Seht ihr das? Sie ist sofort wieder in die Defensive gegangen. Das heißt, was du hier machen kannst, ist, die Charaktere einfach permanent in der Defensive zu lassen. Und ihr seht, wie wenig Schaden ich genommen habe. Und das ist wirklich ein krasser Gamechanger. Damit kannst du quasi ganz einfach durchs Spiel kommen. Was wir jetzt natürlich hier nicht machen werden. Ich wollte euch das nur mal so demonstrieren. Ja. Das ist wirklich krass. Also, das ist ein Spiel. Leute, das ist keine legitime Taktik, okay? Die Leute ständig in Dauerdefensive lassen zu können. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Das habe ich durch das Video auch gelernt. Hier, da können wir genau Single, Normal, können wir da eingeben und so weiter. Das ist echt krass. Aber gut, genug davon. Wir gucken jetzt mal wieder. Na gut, da müssen wir jetzt eigentlich kommen. Das kann ich ja jetzt lassen nochmal. Wir lassen jetzt einfach angreifen. Da, und da seht ihr das? Also, theoretisch könnte ich das jetzt so weitermachen und wir hätten die ganze Zeit nur minimalen Schaden. Also dann würde ich wahrscheinlich auch mit diesen Personas locker durchs Spiel kommen. Richtig, richtig krasser Shit. Okay, so, also wir stehen jetzt so. Das heißt, ich muss das so drehen, ne? Ja, okay. Die sind gelb, da komme ich nicht rein. Ja, das ist so viel besser, so kann ich mich viel, viel besser orientieren. Das ist echt so krass, ne? Mit dieser Defensive. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das war jetzt auch, ich musste erstmal selber gucken, wie das geht, ja. Aber ich habe es ja hingekriegt. So, Mädchen, it all be over if you keep talking like that. I mean, acting a little ditzy is one thing, but when we to be polite, I give you my signature. Okay, hier auch keine richtige Übersetzung für ditzy. It'll all be over if you keep talking like that. I mean, acting a little ditzy, but well, anyway, to be polite, give you my... Ja, also... Kommt einfach mal, seid mal nicht so und so weiter. Ihr wollt alle mein Autogramm und so weiter haben. Es wird bald alles vorbei sein, keine Angst. Ich rette euch, so nach dem Trichter wieder. Okay, kommt schon, Babes. Ihr wisst doch, dass ihr... das Autogramm des morgigen größten Künstlers haben wollt, nicht wahr? Das wird euch später echt eine Menge wert sein, wisst ihr? Und ja, also das, ihr versteht schon. The Spades, scheint wie ein Name für eine Menge Mogler. Wer sind denn jetzt die Spades? Ich dachte, die hatten einen anderen Namen. Werden sie sich wirklich mit so einem Namen verkaufen? Oder ist das jetzt hier eine andere Band? Da sind wahrscheinlich noch mehrere Leute. Na klar, ich meine auf so einem Konzert. Also es kommt drauf an. Es gibt ja solche Konzerte, wo nur eine Band ist. Aber es gibt natürlich auch Konzerte, wo mehrere sind. Dieses Mädchen Lisa ist vielleicht genauso. Aber why do you have to get stuck with managing? Ja, warum muss ich diese kleinen Satansbraten hier managen? Diese Mädchen haben dasselbe Gerücht benutzt über Lisas Printclub-Picks to become teen idols too, I guess. Ja genau, also ich weiß gar nicht, ob das schon aufgeklärt wurde. Irgendjemand verteilt ja Posters, hat Poster von Lisa verteilt. Somit ist Lisa quasi zum Bandmitglied geworden und die versuchen hier, beziehungsweise sie haben dasselbe gemacht. Also Leute hängen Poster von sich auf. Die sagen, hey, das sind voll die berühmten, krassen Leute. Und dann werden sie es auch, weil man es den Leuten unterbewusst einredet. Das Omichen, die Omi da drüben, die macht mich richtig aggressiv. Wie kann sie mich... nur hässlich. Wie kann sie mir nur ins Gesicht sagen, dass sie mich hässlich findet? Ugly right to your face, ja. Okay, krasser Kamera, Schwenki. Verschlossen. Ist das alles eins? Ja, es gab... Seht ihr das? Es gibt immerhin so eine kleine, locker Schließfach-Animation. Eine lockere Animation, genau. Aber Pamphlet über Musen. Mhm. Also nichts, was ich mitnehmen kann. Hui. Aha, ich bin... Ah ja! Okay. Ich glaube, das ist eine Lisa-Imitation. Ich bin Katsura, die vierte von den Spades. Vor 2 Tagen waren wir noch normale Mädchen. Aha.
Hatte ich jetzt eigentlich mit allen geredet? Mit dir? Dispel seems like, ja, ja. Der Autogramm, Mädchen, Mädchen, Mädchen. Mit dir hatte ich ja auch mit den Brats und so weiter. Ja, nee, dann habe ich alles. Ah, guck hier. Ah, nee, auch Pamphlete. Ich habe da so eine Ahnung, aber hundertprozentig bin ich mir nicht sicher, was ein Pamphlet ist. Das ist mal sowas, das sagt man gerne. Deswegen gebe ich es jetzt mal nochmal sicherheitshalber ein. Politische Schrift, in der jemand etwas in scharfer Polemik häufig nicht sehr sachlich angegriffen oder geschmäht wird. Das ist, also verteile ich ja hier quasi in meinen Videos dauernd Pamphlet oder was. Naja gut, ja. Leute, ich würde mal sagen, das war's von mit Let's Play Persona 2 Innocent Sin. In der nächsten Folge gucken wir uns mal hier so weiter um. Ja, also wie gesagt, sorry, dass das... Ich hoffe, das war jetzt okay, dass ich das ein bisschen ausgelatscht hatte. Ich musste, wie gesagt, schauen, wie das geht. Und ich hab's irgendwie trotzdem nicht geglaubt, als ich es gehört hatte, weil das ist sowas Offensichtliches. Sie haben das dann auch im Nachhinein nicht mehr gefixt. Also in der PSP-Version ist es irgendwie so, dass du über Umwege und so weiter geht das immer noch. Also ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie gesagt, das ist schon 2-3 Wochen wieder her, dann hat er gesagt, dass sie es, glaube ich, versucht haben. Und es ist ein bisschen anstrengender, man muss öfter mal durch die Menüs navigieren, genau. Weil das Ding ist nämlich, in der PSP-Version ist es so, dass du, man kann ja hier auch einzelne Befehle ändern. Ich kann jetzt einer Person sagen, okay, du machst was anderes, aber in der PSP-Version soll es irgendwie so sein, dass du, wenn du die Befehle einer Person ändern willst, musst du nochmal komplett alle befehligen. Also es ist anstrengender, es ist umständlicher, aber es soll immer noch machbar sein, ja. Also PS1-Version for the win, definitiv. Echt krasser Shit. Ja, aber genug von mir in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. See ya.